2020. Alter, was macht Holz? Fleisch. Ach, da ist da haben wir schon eine Kiste Nimmst du offen. Steine, Bleib, dann nehme ich hier Holz. Steine sind aber gleich wieder weg, daraus mache ich Pfeile. Einmal Pfeile kostet schon 50 Steine. Hat er schon herausgefunden, wofür die Gelbluftblüten sind? Die Heilung. würden wahrscheinlich dann Richtung Medizin gehen. Was greift mich da an? Was Fieses bestimmt. Hey, jetzt habe ich ja sogar Ingame-Ton wieder mal. Hat sie Oh, keinen Ingame-Ton? komm zurück. Ja, nein, doch. Ich stelle ab und zu mal meinen Monitor ein zum Sound. Das Problem ist, der eine Broadcaster erkennt es. Der Andere. andere erkennt es wiederum nicht. Der eine Ja, ist komfortabler. OBS erkennt es Gedanken. sowieso. Stellen jemand hier noch mal sehen. Man hier sogar. Braucht doch ein Stück. Ach, jetzt hast du Aktualisierung verfügbar. Ach, du bist halt voll Pfosten. Was? Hey, Oh. Hunde? So, jetzt habe ich mal hier so eine Pfanne gemacht. Hier irgendwas? Nee. Alter, oh, ist das hell. So. Ich Oh, ist habe das jetzt geil. 400.000 Erfahrung schon. Welches Level bist du? Alter. 16, ich brauche ja nur 484.000 fürs nächste Level. Das ist ja toll. Aber ich Okay, kann jetzt. also so eine Kohlepfanne, die hat, musst du nicht extra noch befüllen oder so, die brennt halt. Oh, ist das schön. Ich könnte jetzt so viel bauen. Ich könnte. Ah, ich habe 6 Punkte bekommen, Alter. Obwohl, ich glaube, ich habe noch welche übrig. Ich könnte Zwei Teppichknüpfer Punkte. machen, ich könnte die Ein mittelschwere. Pferd, wa? Ich könnte die mittelschwere Rüstung machen. Die Punkte spare ich mir noch. Aber nur Habe ich zwei noch der Rezepte mittelschweren lernen? Rüstung. Der Rest ist, Nein. Da ist das nicht die schöne suche was. Kohlepfanne. Ja. Ja? Kannst du schön deine Brust drin wärmen. Bettmacher und so brauche ich nicht, ja? Was ist mit einem Lagerfeuer, mit einem großen? Das ist eine Art Ja. Spawnfeuer. Brauchen wir wohl auch nicht so, ne? Dann gehe ich weiter auf Rüstung. Ich denke mal, doch, also dass wir das draußen hinsetzen, weil hier drin kommen ja dann die Kohledinger hin. Die Ich gehe aber Kohlepfannen und weiter. dann draußen würde ich noch ein paar Ich Standfackeln mache weiter machen. Rüstung, so wie immer. Ich mal so Und eine Fackel einfach nochmal schnell hier. herstellen, einfach nochmal zum Vergleich. Also ich würde die Kohlepfannen drinnen machen, weil die brauchen Knochen, Äste und Co. Und für außen machen wir dann diese Kohlefackeln. Boah, Alter. Das Gady? Schwertlicht. Ja. Du hast doch auch eine Tochter, oder? Ja. Ich meine, die ist zwar einige Jahre jünger als meine Tochter, aber kennst du auch dieses Gefühl, du guckst deiner Tochter zu, sie tut was und du denkst, wo ist das Hirn und wo ist der Verstand? Zum Glück noch nicht. Dann freu dich drauf, spätestens wenn sie in Pubertät kommt. Ja, deswegen wollte ich eigentlich noch einen zweiten Sohn haben. Ja, die sind auch nicht leichter. Glaub's mir. Schön. Ah. Ja, zum Glück lasse ich mir mit Kindern noch Zeit. Oder Für den schafft Stream er gucken. gar keiner an. Aber abgesehen davon, mit Kindern hast du nie Langeweile. Ja. Das stimmt. Da brauchst du halt mich so böse ankicken, Kind. War ich das oder du? So. Okay, die Fackel macht es gerade rot. Habe ich jetzt noch genügend Äste? Manche, doch, Äste habe ich. Ich habe noch Äste da. Alter, warum seid ihr alle nackt? Fast Könnt alle. ihr mal alle noch ein bisschen von den Ey. Scheiß Rinde besorgen, ey? Was? Grad 5 habe ich gerade hier. Ja, bin in die Gerberei rein, sonst geht das Leder aus. Ich bin die ganze Zeit dabei, irgendwie nachzufüllen, aber es reicht nicht. Bin ich genügend nach. Auch ein Spiel, was ich auf meine andere Platte packen muss.
Was musst du packen? Das Spiel müsste ich am besten auch auf die SSD packen, dann geht's laden schneller. Weil ist ja heftig, wie lange der lädt teilweise. Ja, ist halt noch von der Technik ein bisschen Arc altbar. Ist auch nicht schneller. Ja. Wenn ich Arc nicht über die SSD laufen lasse, dann brauche ich zum Server-Einstieg so 2, 3, 4, 5 Minuten. Ui. Das ist schon. Und über die SSD sind das 10 Sekunden. Dürfte niemals sein, niemals. Deine SSD hat niemals eine höhere Geschwindigkeit als 300 MB die Sekunde. Dennoch brauche ich zum Einstieg über Arc auf meine SSD 10 Sekunden und über die normale Festplatte. Dann ist deine normale Festplatte im Eimer. Ja, weiß ich. Das hat den Macker auch. Braucht mir keiner akzeptieren, dass die im Arsch sind. Okay. Die sind ja auch einige Jährchen alt, so muss es ja nun nicht. Insofern sind die auch abgenutzt. Also mit Macke, wie wir Battlefield gespielt haben, und er meinte, Alter, schon komisch, dass im Hauptbildschirm es keinen Hintergrund gibt, sondern einfach nur schwarz. Der Hauptbildschirm, der hat doch Farbe, was will denn der? Bis wir irgendwann gecheckt haben, seine Festplatte war so im Arsch, dass er das nicht geschafft hat, diese Hintergrundgrafik zu laden. Aber normal spielen konnte? Ja, interessanterweise ja. Er hat zwar mal gebraucht, um reinzukommen, aber wenn er drin war, ging. Ja, die Sache ist, die Festplatte lädt ja nur in den Arbeitsspeicher rein, ne? Das ist ja, ich weiß nicht, wie viel Arbeitsspeicher habt ihr gerade in Nutzung? Bei mir sind gerade 15,34 Gigabyte in Nutzung. Ich habe nur noch 1 GB frei. Es wird halt alles da reingeladen. Ich müsste jetzt auch mal Firefox alles zumachen, um hier mal ein bisschen zu entlasten vielleicht. Bei mir sind es 83% und ich habe nur 8. Ja, wenn du weniger hast, belegt halt auch sofort weniger, ne? Ja. Da habe ich wieder 1,8. Aber kommt so ungefähr hin. Dann von der Dimension her. Die Sache ist halt die, umso mehr du hast, umso mehr kann er reinladen, umso flüssiger läuft es alles, weil er nicht immer wieder nachladen muss, sondern weil er es direkt laden lassen kann. Ich würde mir auch mehr reinbauen, hatte auch 128 überlegt, aber Windows sagt ja, ich darf das nicht. Windows 7 geht nur 16 GB. Was willst du mit 128? So, komm. Ausgeleuchtet hier. Ich habe 16 Gig drin und habe selbst mit dem Spiel. Ja, aber ich bin bei über 90% RAM-Belegung. Das gefällt mir nicht. Bei 16 GB, was hast du alles im Hintergrund zu laufen? Ich habe 15 GB gerade Verbrauch. 9,5 GB und ich habe da sogar zu meinem Stream an. Ja? Ja, keine Ahnung, was er bei mir noch alles sieht. Also, ich habe 9,5 von 16. Danke, mein Schatz. Ja, ich habe 14,8. Das ist ja mal nice jetzt hier mit den Fackeln. Ich denke, ja, PlayStV wird gerade noch einiges verlegen. Schon wesentlich angenehmer, hier wenigstens draußen erstmal so ein bisschen Beleuchtung zu haben. Und drinnen mache ich jetzt auch gerade noch ein paar. Ich habe gehört, über mich wurde gelästert. Ja, was? Sowieso. Wo ist jetzt Beleuchtung? Wer denn über da draußen. Vielleicht müsste ich einfach auch mit meiner alten Spielefestplatte mal ein Low-Level-Format machen. Guck mal, hat irgendwer schon gesehen, wie geil meine Titten jetzt aussehen? Sag mal, die Bodenplatte oben ist ja immer noch nicht fertig. Ja, was denkst denn du? Braucht halt alles seine Zeit. Ja, ich hab jetzt einen schöneren BH. Dann möchte ich Betten bauen. Guck mal, ich hab jetzt einen schöneren BH als du. So. Habt ihr jetzt noch ein bisschen Stein gesammelt? Wenn ja, tut alles mal in die Kisten. Oh, wow. Please what? Hör uns nicht beim Lesben-Sex. Beim Lesben-Lesben. Lesben-Lesben ziemlich gut. Ja, auch die nächste Rüstung wird richtig aus Eisen. Oh, der gibt auch Holz als Brennmaterial. In der Gerberei. Nein, leider nicht. Haben wir schon ausprobiert. Mit Stufe 17 stelle ich dann die Aberlästenschütze. Ach so, heißt es denn? An sich ist es. Hä, wieso muss ich denn. Hast du Eisenbolzen und Eisenpfeil? Ach, man kann den Bogen also trotzdem noch benutzen. Aber warum sollte man den Bogen benutzen, wenn man schon eine Armbrust bauen kann? Ja, Bogen. Hier ist nochmal Feuerbolzen. Bogen braucht lange.
Nee, Bogen braucht nicht Armbrust so lange vorn. Zum Spannen wie eine ja. Armbrust. Dafür ist eine Armbrust wesentlich genauer, dann. Wesentlich genauer, mehr Durchschlag. Und stärker. Ja, ist dann die Frage, gehe ich dann trotzdem auf Eisenpfeile sozusagen, mache mir damit meinen Bogen besser und dann auf Feuerpfeile? Na, oder gehe ich auf Armbrust und dann auf Feuerbolzen? Die Sache ist ja auch, wenn wir auch Sklaven haben, müssen wir die ja auch ausrüsten. Das bedeutet, ich glaube, müssen wir die ausrüsten? Ich glaube, ich habe sowas gelesen, dass wir die ja auch mit ausrüsten müssen. Also es gibt nachher sogar nochmal einen besseren, also es gibt auch noch einen besseren Bogen und Armbrust gibt es nur eine. Und der bessere Bogen, der kommt halt noch weit hinter der Armbrust. Ja, musst du halt schauen, ne? Der hykanische Bogen. Er ist erst ab Level 25 frei. Der muss ja ein bisschen dauern. Der oben wirklich durchgehend brennt, ne? Aber bald hat er es geschafft, außer ich führe wieder mal Eisen nach. So, wo sind jetzt meine Betten? Oh. Ja, Junge, ist ja nichts fertig. Alter, ich kann das nicht hier hinsetzen. Ich krieg einen Kasper. Ja, ich krieg auch einen Kasper mit dir. Alle mal losrennen und Stein besorgen. So, warte mal, versuch du das mal, dass du das hier mit dran hast. Hat vorhin auch nicht gestört, als ich gegessen hab. Was? Was? Keine Spenden? Was? Wie meinst jemand du, mit mir Nashorn platt machen? Na? Jemand mit mir Nashorn platt machen? Es ist ziemlich nah bei uns an der Basis. Ja, genau. Hallo, hast du jetzt Platt für mich bekommen? Ach, das ja, du hast mir doch welche hingelegt. Ah, jetzt habe ich auch nochmal drei hier. Ach stimmt, ich wollte die ganze Zeit craften. Ah! So, ich würde das dann hier quasi wohnungstechnisch was machen. Also, dass jeder quasi so ein Zimmerchen hat. Ja. PayPal hat ja eben gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Akzeptiert. Hat das wirklich direkt gesagt, dass ich momentan keine Spenden akzeptiere oder geht's einfach bloß nicht? Da oben einer von uns? Was? Oben einer von uns? Ja, hier ein bisschen weiter außerhalb, mit einer Fackel in der Hand. Also, ich keine nee. Hand. Ich nicht. Mal. So. Ach, das ist klar, der läuft hier nackt rum. mit der Spitzhacke und der Fackel. Ja, da hat ja immer noch einer nicht für mich meine Hose, mein Hemd gemacht. Vorhin wollte ich es machen oder warst du nicht da? Ja, also, Entschuldigung. Ein Hemd ist hier noch. Ja, wollte gerade sagen, eine Brust ist noch da. Eine Brust kannst du dir aus dem Ding rausnehmen. Ja, es war nur noch kein Ledergedöns, aber. Nein, da ist noch ein Ledergedöns. Was? Ich habe bloß Ding, hier. Wo man da, wo man es herstellt. Ah, okay. Dann entschuldige ich mir mein Fehlinformation. Ja, jetzt fehlt nur noch die Unterhose. Quatsch, das kann man Unterhose. Free the Willy. Ah, ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay. So, ich gehe jetzt noch ein bisschen Stein farmen. Ich habe mal so ein paar Fasern hergestellt. Brennen die immer die Fackeln oder? Die Fackeln brennen immer, ja. Da muss man auch, die brauchen keinen. Nee, du kannst die an- und ausschalten. Ganz praktisch. So, Rinde, 40. So, ich würde jetzt einfach hier mal dieses. Vielleicht für eine Viertelstunde nur, ey. Boah. Ja, es reicht ja auch, wenn er alles durchputzt. Muss ja nicht ewig laufen, sozusagen, weißt du? Da muss ich mal. Mal schauen, was es mit PayPal abgeht. Aber das ist nett, dass du was spenden wolltest. Behalt's dir vor. Ich guck nochmal.
Heißt, wir müssen hier für ihn ackern, damit er da bauen kann und er kriegt dafür Geld, weißt? Ihm wird sogar gespendet. Spenden habe ich bisher selten bekommen. Ja, so schlecht wie du bist, da würde ich auch nicht spenden. Wie viele gucken gerade aktuell? Bei mir steht 5. Ja, genau. Davon 100. Ist eine Ska. Bei mir steht gerade 0. Dann ist die Pfeife noch dabei und Gedi guckt auch noch zu. Wirklich? Nee, ich guck gerade nicht zu. Also ich habe meine 3 Bots bei dir. Easy. Warum keine 25, ja? Das überlastet meinen Arbeitsspeicher. Quatsch, liegt nicht rum. Ja, schön, ey. So, habe ich auch noch was zu essen dabei? Insekten! So. Ich habe jetzt in letzter Zeit, sind die überhaupt noch irgendwo Krokodile? Oder schlachtet ihr die alle ab? Ups. Ups. Wo bist du? Wolltest du noch was haben? Krokodil? Nee. Ja, sag mal, wo sind die Steinkisten? Hier sind nur komische Sammelkisten. Und kann mal wer noch mehr Kisten bauen? Warte. Muss die Scheiße jetzt hier irgendwo reinballern, weil, naja. Also ich würde ja sagen, unten im unteren vergrößerten Raum, dann machen einfach die Lagerkisten. Oh, dann beschwere ich mich, dass keine Krokodile da sind. Beziehungsweise freue mich. Und dann greift mich einfach eins von der Seite an. Arschkopf. Wir haben keinen Pflanzenfarmer mehr. Die hatten wir noch nie, weil es hier nicht so viele gibt. Was willst du jetzt mit den Pflanzenfasern? Kisten Zwirn bauen. Herstellen und damit Kisten bauen. Zwirn herstellen? Ja. Ja, guck mal im Dingsbums nach. Da sind über 100 Zwirn dran. Ja, Bots möchte wirklich niemand. So, aber das krasse ist, dass diese Kohlepfannen einfach auch nochmal 50 Steine fressen. Das ist krass. Was sind denn jetzt nur 50 Steine? Ist so nix. Ja, ja, ich hab dir da gerade ein paar hundert da reingepackt, also bitte. Das ist schön. Freut mich. Freut mich, dass dich das freut. Ja, das freut mich, dass mich das freut, dass dich das freut. Boah, jetzt kann ich schon nichts mehr tragen. Und mich freut es, dass es euch das freut. Ach, ich freut mich gar nicht hier. Einfach trauerklos. Ich brauch Zwirn, Leute. Was brauchst du? Zwirn. Ich brauch Feuerpfeile. Zwirn und Feuerpfeil. So, oh, ich kann wieder laufen. Yay! Jump around! So, mal gucken, wie weit kann ich fahren? Zack. Das ist zu tief unter dem Boden, ich will das auch hier oben hin tun. Bau! Geht nicht. Jetzt. Oh. Wirklich! Das geht nicht. Also hier oben muss ich mal einen von euch beauftragen, mal gucken, ob das denn funktioniert. Ja, ich kann das nicht, und Maka hat so einen Dienst zugesetzt, ich glaube, der kann das auch nicht mehr. Was, Kisten? Doch, kann ich. Nein, bauen. So, nee, ich kann das nicht. Bauen geht nicht? Könnt ihr das nicht? Ja, habe ich nicht gelernt. Oh. Wo ich es gerade studiere. Echt, warum hast du nicht den Bauarbeiter hier gemacht? Eigentlich genau, schon, das würde eigentlich passen, ne? Was gibt's denn aus? Bestimmt hat er dann den Bonusverbrauch 25% weniger Materialien. Sehr schön. Macht das Sinn mit den Steinen in den Ofen? Ja. Ja, brauchen wir Ziegel. Wenn das sieht man, Alter. Sehe ich gerade, ja. Ey, der zieht dir echt das Eisen vor. Ja, ja, egal wo du es hinlegst. Ich hole jetzt nochmal ein bisschen Holz rein, damit hier mal ein bisschen Fleisch passiert. Achso, kann sein, dass hier irgendwo gleich ein Krokodil auftaucht. Oh, passt schon. Leder. Eine Minute später. Krokodil! Krokodil!
hat immer noch körperfrei hier rum. Okay. Musst du mal angeben mit deinen Brüsten. Ja. Merkst schon. Deine Brüste sind ja auch schöner als deine. Pff. Sei mal nicht so. Also ich hab schöne Männernippel. Kann man den vernünftig stecken, ey? Mann. Kann mal irgendwer das Fleisch nehmen und nochmal ein bisschen was in den Dings hauen? Das Lagerfeuer? Oh, seht ihr das ja. So, also, zwei Räume für zwei Betten sind schon mal fertig. Ich meine, das für eine Größe reicht das erstmal. Vier mal vier. Zwei mal zwei, so. Vier mal vier. Ach, ich hab nicht genügend Holz mit. Das ist dann halt Kacke, ne? Das ist Kacke, ne? Kann man nicht. Das ist schon Macke, ne? Ist aber Kacke. Es ist einfach richtig hingeschissen. Richtig Durchfall. Einfach purer Dünnschiss. So. Gut so, wa? Oh, die steht ein bisschen weit vorne. Das ist egal. Egal. Lass sie doch so platzieren. Ich brauche immer noch meine Lederhose. Ja, ich bin nicht da. Ich will auch heute Abend in den Club gehen. Wie bitte? Eine Frau kippt mir ja wieder Auto. Holztruhe, weißt du, hier ist Holz und Stein drin. Ja, ich kann nicht. Das Problem ist, das Schild ist ein bisschen weiter als die Kiste. Wenn, dann müsste man unter jeder, an jeder Wand nur eine Kiste hinstellen, dann klappt das. Man kann auch eine Kiste-Reihe machen. Das geht auch. Also, dass die Reihe bloß Holz ist, dann die Reihe bloß Stein. Kriegt man dann später wenigstens Schränke, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, da gibt es bloß größere Truhen. Ich glaube, es gibt bloß größere Truhen. Sag mal, die macht das auch nicht hin. Da kann ich jetzt Bett reinstellen, ja? Genau. Ich hätte gerade gedacht, dass die irgendwo mal eine Kiste reingetan. Mach's halbwegs synchron. Ja, gib ihm die, er soll's selbst machen. Gib mir. So, also diese Reihe hier Holz. Mach ich jetzt selbst. Nein, gib mir jetzt. Kommst du nicht vorbei? Nein, nicht zwei in eine. Warum ja, soll ja Einzelzimmer das haben. Das wäre das Schlafzimmer hier. Kannst du vergessen? Ja, das schlafe ich mit Macke, Mann. Beiden Mäuschen wollen unseren Schutz haben. Also ich nehme nichts anderes als ein Bett mit Macke. BZW daneben. Muss aufpassen, die können nicht gestickt werden und sind ganz schön schwer. So, kein Problem, hab ja genügend Platz. Sei froh, dass wir beide ein Weibchen genommen haben, sonst hätten wir bald noch ein paar mehr Leute hier. Ah, ist ein Tisch, jetzt habe ich zu viel Holz da. Ganz erstmal. Erstmal kurz. Zack. Also ein 10er-Gewicht, ja. Das ist ja ganz ordentlich. So. So. Weiter so, ne? Hier Holztruhen, hier Steintruhen. Ja, müssen dann uns doch. Was macht hier ein gegrilltes Steak hier drin, hallo? Steak! Du gehörst in meinem Mund und in keine Truhe. Ich brauche aber noch Stein. Oh, scheiße, ein Krokodil. Krokidoki. Krokodok. Du das da, Macke? Ja. So. Da hinten kommt es. Ja, warte kurz mal was drauf. Bin ich schon zu. Bin ich noch zu fett? Ich will laufen. Ah, ich kann laufen, sehr gut. Yay! Kann laufen, Mama!
So, eins. So. Trage ich eigentlich dieses Grundfundament mit mir rum? Hallo, weg mit dir. Los, weg. Oh, Krokodil. Hey. Was denn? Wieder gleiche Stelle. Ja, ich bin gefragt, ob du es hinkriegst. Ich wo? Nö. Kriegst du es hin, Junge? War jetzt super schwer. Ja, ich war schon wieder fast tot. Aber nur fast. Was beschwerst du dich also? Wollte nicht sterben. Ach Quatsch. Sterben ist Teil des Lebens. Ja, so, einer ich auf hab mein Zimmer. Totenbett. Ich hab mein Zimmer sagt, hier. Alter, denn der wirklich den Erik. Oh, wer wollte jetzt was von mir? So, ich hab mein Zimmer jetzt hier. Zack. Schick, schick. So, du brauchst eine Hose, ja? Ja, ja, eine Hose. Wird hergestellt. Alter, wie viele Krokodile sind denn hier? Wo? Ich will auch. Na, Krokodil. Außenseite. Oh, verdammt, falsch. Ja. Bade aus dem Mutter Schnitzelfleisch gemacht. Jetzt. Schön. Da könnte auch so ein Reinhard sein. Okay. So, kann ich noch eine Türe? Ja, sehr gut. Möchte jemand eine besondere Zimmerbeschriftung haben? Ein Zimmer ist hier jetzt schon weiter fertig. Ich möchte gerne ein Doppelbett mit Fly fahren. Nein, ich habe jetzt bei mir zum Beispiel draußen ein Schild dran gemacht mit Garys Zimmer. Ja, einzelne zur Pornostube. Geht los. Gary, ich dachte, ich ziehe bei dir mit ein. Nee, ich will alleine. Ach, willst du mir also nicht mehr schicken? Will doch seine Ruhe haben. Gut, dann kommt da. Schreib hier meine Peanut Wohnung. Media war das, ne? Joa. Peanut Medias Pornostube. Die Piep. Oh, die ist auf dem Doppelzimmer ohne Wand? Yes. Nee, die Wand kommt noch. Da Peanut Media Porn Production. Das klingt ja noch besser. Aber mag ich einmal da vorstellen. So, ah, ja. Kommt da schon Ordnung rein, Mensch, ist das schön, ne? Na, das ist schön, das ist schön! Nicht schon wieder ein Krokodil. Ich bin nicht ganz nackt. Ist das so schwer? Geh mal in deine Option rein. Kann ich das jetzt noch einstellen? Oh, na so. Unter Gameplay kannst du es einstellen. Einstellung. 1, 2, 3, 4. Hab ich so viel noch? Warte, nee. Wo liegt das so weit weg? Ja, keine Ahnung. Was ist die Kraft? Hä? Hier liegt bei mir vor der Nase. Von mir Backe ist hier hinten geflogen. Bei mir habe ich immer noch Kleidung an. Der musste vielleicht einmal sterben, so wie ich. Übernehmen. Ah, übernehmen drücken. Backe, wo bist du? Stell dich mal bitte daneben. Was? Stell dich mal bitte zu mir. Wo bist du denn? Da oben. Werden jetzt Nacktfotos gemacht. Ja, richtig. Oh nö. Ich brauch doch ein Screenshot für unsere Sammlung. Werde ich dazu. Ja, warte, ich muss mich auch erst ausziehen. So, ich komm, wir gehen mal ins Zimmer. Komm mit. Komm. Rein. So, ist schon mal der Grundstein gelegt. Ein Zimmer fehlt noch. Einmal bitte lächeln. Ja, perfekt. Warte, nein. Wacke du. Genau. Mit der Steuerung. Beim Hochgehen, wie die Brüste da so rumwackeln. Perfekt, danke. Er muss halt. Ihr müsst auch 90 Grad gerade nach unten gucken und dann springen. Die wirklich, in den Steintruhen sind aber nicht wirklich Steine drin. So, erstmal eins.
Was passiert cool, eigentlich, wenn ich das Armband abnehme? Dann stirbst du. Ah, okay. Dann explodierst du quasi. Ja, du zerfetzt so richtig übel. Dasselbe ist, du musst mal am Ende der Karte gehen, dann hast du so einen Grenzgebiet. Was sind denn mit den ganzen Krokodoks hier los? Weiß ja nichts. Wo, ich will auch. Die sind halt sauer, dass ihr die Kollegen alle abgeschlachtet habt. Hinten kommt es. Wir sammeln nämlich gerade Pflanzenfaser für noch mehr Kisten. Damit ich mich nicht anhören darf, wie bleiben denn die Kisten? Bleib mich gerade fragen, wo eigentlich die Kisten bleiben, Alter. Ja. Und nochmal Glück gehabt, dass du dich gerade so rausgeredet hast. So. Ja, wir kennen das Spielchen ja schon mit den Betten, ne? Ja. Den nehmen jetzt wenigstens alle. Also, Viere stehen jetzt schon, es fehlt jetzt bloß noch mein Zimmer, was ich jetzt noch mache. Also meins steht jetzt schon, ja, dann kann ich da jetzt mal reingehen, mal Spawncall setzen, ja, eine gute Idee. Hauptsache davor Screenshots machen, aber nicht mal den Spawncall setzen. So, und das letzte Zimmer. Das letzte Zimmer fehlt noch. Ich bin noch am Dingsen. Ja, Macke, wenn wir gleichzeitig sterben, bohren wir ineinander. Einfach Säuli rein. Zack. So. Da, Onkelchen Stübchen. Was? Ich habe mein Zimmer doch noch gar nicht gemacht. Sind wir jetzt erst vier? Ja, die wollen doch hier beide zusammen. Die wollen hier doch zusammen. Wann kommen eigentlich unten endlich die Wände wieder ran? Alles klar, dann machen wir es halt so. Die Wende kommt gleich. So, also wir brauchen. Wo habe ich jetzt Items? Seid übrigens auch fleißig noch am Steine sammeln? Brauche ich nämlich auch. So, wir haben Holztruhen. Wollen wir bei den Holztruhen nur Holz oder auch Äste und so reintun? Ich würde sagen auch mit Äste. Gut. Aber die ganzen verarbeiteten Materialien sollen dann auch in der Truhe in der Nähe von den ganzen Materialstuben sein. Damit das dann auch passt. So, jetzt mache ich erstmal hier unten alles zu. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich würde das beim Ofen, die eine Mauer, würde ich hier so lassen. Ich finde das irgendwie stylisch. So, wie viel kann ich machen? Oh, ich kann sogar genau 8 herstellen. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt? Ja. Willst du alleine gehen? Einkaufen? Soll ich mitkommen? Was? Einkaufen? Nee, nein, heute nicht. Meine mit Einkaufen farmen gehen oder einkaufen? Zack. Ah, jetzt. Das hast du gemacht. So. Mensch, jetzt hier unten erstmal zu. Oh, ist das schönes Gefühl. So, eigentlich wieder. Wo ist denn hier zu? Hier ist doch offen. Ja, aber hier ist erstmal zu. Hier bekommt man den vollen Zufluss. Halt fertig, Alter. Wenn das erstmal fertig ist, Alter, dann wird das richtig fett aussehen. Alter, ich glaub's nicht. Immer noch nicht. Wir kommen an einen vollen Zufluchtsbonus. So, Leute, ich bin erstmal ein bisschen weg, ne? Alles klar. Ja, viel Spaß beim Picken. Das weiß ja nie, ne? Ja, ne? Es ist ja schon so. Gut, also ich mache ja erstmal. Ich bin auch in einer Stunde wieder da. Alles klar. Viel Spaß beim Kacken. Nee, meine Kinder kommen jetzt gleich. Hätte ich jetzt auch gesagt. Eine Ausrede, die zählt immer. Ja. Das heißt, Kacken? Das heißt, ja, Kacken geht immer. Nein.
So, ich mache ja mal ein bisschen Ordnung, dass die Steintruhen wirklich bloß für Steine da sind. Das ist mir aufgefallen, dass obwohl wir durchgehend Eisen brutzeln, haben wir gerade mal 200 Eisenbahnen. Ja. Also ich glaube, wir haben so einen gewissen Verschleiß. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Wheel of Pain? Das steht jetzt hier immer noch. Ja, das wollte ich am Anfang unbedingt machen. Ich durfte immer meine Eisenwaffen machen. Mittlerweile ist jetzt jeder komplett Iron, aber das Wheel of Pain ist immer noch nicht gebaut. Warum sage ich, durfte da nichts machen? Also hier weiß, ist was. Auch Pflanzen, Alter, Zwirnen, Äste, was soll das? Ist doch jetzt so ein grobe Gemaschen, Alter, Digga. So Ordnung hier. Schlimm. Der Zwirn muss da rein, das Eisen muss da rein, das Leder muss da rein, das Tierhaut muss da auch rein. Äste? Äste nicht. Ja, aber der Rest wird halt dafür auch gebraucht, man kann auch da rein. Ja, aber Äste und Pflanzenfasern. So. Braucht dann eine gewisse Naturbox. Zack. Warmes Fleisch. Ja, keine Müdigkeit vortäuschen. Da hab ich so viel geschlafen, so. Alles eine Frage der Willenskraft. Und des so Energies. Ja. Aber Leute, ehrlich, Alter, ich lebe ja gar nicht mehr auf. Ich würde jetzt gerne endlich mal, können wir jetzt endlich mal eine Expedition machen zu dritt? Ich hätte eigentlich auch Bock dazu. Weißt du, ich würde ja schon Ewigkeit mal das Dorf darüber. Hast du jetzt mittlerweile ein Schwert und so? Eisenschwert? Eisenschwert habe ich noch nicht, nein. Mach ich dir gerade mal eins, dann gehen wir einfach mal los, okay? Weil schlimmer als ich sterben kann, sowieso nicht werden. Ich brauche 5 Stöcker dafür. Hast du gerade mal Stöcker? Holzkiste ist nur Holz. Ja, ich bin gerade wieder so ein bisschen am erstmal Sachen wo rein. Ich würde sagen, so. Mach das erstmal irgendwo rein, dass wenigstens Holz und Stein erstmal Holz und Stein bloß ist. Ja, und wo ist denn jetzt Stöcke? Hast du Stöcke bei dir? Ich habe jetzt 35 Stöcke bei mir. Haben wir sonst überhaupt nirgendwo mehr Stöcke? Nö. Nee. Alter. Stöcke gehen ganz schön schnell aus. Wir hatten so über 300, 400 Stöcke oder so. Nein, ich glaube, die liegen teils auch noch drüben halt. Warum ist hier noch eine Steinaxt drin? Ich bin auch schon die ganze Zeit immer am Pflanzenfasern fummeln hier. Ja. Das hätte ich auch mal ganz kurz kriegen. Hier Steinaxt weg. Das Fleisch weg. Weg! Die Steinaxt hätte ich vielleicht sogar auch gelassen. So. Muss noch hier okay, meine Stöcke. Reparieren. Also ich habe jetzt hier noch 35 Äste, wenn du möchtest. Pack die mal, wenn du reinkommst, gleich rechts in das Ding rein. Pack die einfach mal hier in die Holztruhe. Alter, da ist noch so viel Fleisch drin. Holz ist es nicht mehr drin. In der Holztruhe ist es nicht drin. Hier, ganz rechts. Ja, packst du in die Holztruhe, wo auch Holz drin ist. Ja, also ja, bei den Holztruhen ist auch Fleisch hier mit dabei. So, ich mach dir ein Schwert. Hopp. Das freut mir. Wie viel Rüstung hast du vom Wert her, wenn du ihn rückstellst oben? Ich habe Rüstung 25. Meine Lederrüstung ist komplett full. Ich hab 39, dabei habe ich nur einen mittelschweren Harnisch. Also der lohnt dann schon auf jeden Fall. Ja. Ich habe einfach jetzt noch einen Punkt in Stärke rein. Ich habe 6 Punkte auf Belastung, damit kann ich auch arbeiten. Welches Level seid ihr jetzt so? 16. Was, 16? Was sagst du denn? 12. Pass auf, wie viel Erfahrung hast du insgesamt? Ich habe momentan 174.000. 431.000. Ja, das war fleißig am Jagen? Arm. Ja, aber sowas von. So, kann ich irgendjemand mal ganz kurz hier eine Decke geben und der kann das mal versuchen, hier oben dran zu setzen? Bei mir will das gerade irgendwie überhaupt nicht. Ja, geh mal her. Wo willst du die ansetzen? So. Ich bin jetzt hier oben. Wo willst du die ansetzen? Quasi hier.
Ich habe jetzt bloß erst eine Dinge bei, er versucht es mal ranzusetzen. Bei mir sagt, geht nicht. Gut, wunderbar. Dann muss ich das dann noch. So, ich muss dann erst noch meine Sachen reparieren. Wollen wir dann jetzt einfach mal essen und trinken? Ja, ich mache mich noch, mach mir dann noch schnell voll und dann geht's los. Raus. Ich nehme einfach mal Eisenpickel und alles lasse ich mal da. Oh, das Eisenschwert. Breitschwert. Ja. Schön. Das genau. Sollte soweit vorbereitet sein. Ich habe genügend Essen, ich habe volles Trinken. Ich habe auch sonst alles dabei. Ich bin auf alles vorbereitet. Was juckt. So, los geht's. Ich muss mal kurz das Fleisch. So, jetzt bin ich damit voll. Trinkschlauch. Laufe ich jetzt mal voll. Und ja, Eisenpickel und alles lege ich erstmal beiseite. Das brauche ich jetzt mal in der Hinsicht nicht. Ja, alles dabei. So. Jungs! Seid ihr bereit, alles abzuschlachten? Ja, geh vorwärts. Ich warte da hinten schon. Wir sind nicht da. Wir sind jetzt gerade. Das können also, Achso. Nein, nicht, dass er hier vorne. Wo bist du? Da wird er garantiert, aber. Was können wir machen? Einfach geradeaus. Sehe ich gerade gar nicht. Ach, da hinten. Ah, alles klar. Gefunden. Wir müssen links hier irgendwo hoch, ne? Ja, hier ist doch gut direkt weg. Weil du so nach rechts gelaufen bist. Ja, stöckern alles. Beim Sammeln muss er sowieso warten. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, was uns hier oben erwartet, aber jede Menge. Sieht schon geil aus, oder? Ja, links ist ein Bogenschütze. Da oben, ja. Also ich will mal auf die Hand drauf. Hallo, Maru! Wenn du noch da bist. Denk mal. Ich stehe auf einer gigantischen. Wie jetzt? Wo bist du denn? Guck doch mal, ich bin auf der Hand gerade drauf. Was machst du? Ich bin mitten auf der Hand. Ich habe Angst, hier runterzufallen. Dock hier gerade die ersten Boys zu mir. Ja, warte, ich komme nicht selber. Na, können wir werfen, du Fighter. Wie sieht der denn aus? Jetzt mal. Sehr schön. Guck mal, was er dabei hat. Nix. Warte. Da passt er. Wasser, wie meine Nase juckt. Du bisschen knuffig. So, oh, der hat schon mal 39 Eisenstein dabei. Das ist schon mal schön. Ja, bei den ganzen. LOL. Das sind ein paar mehr, du! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Ja, ich hab schon gesehen. Aber die haben momentan noch keine Waffen. Das macht's ein bisschen einfacher. Hör's, hier! Alter! 3 gebratenes Steak, 23 Eisenstein. Ja, lohnt sich. Rechts ist Bogenschütze. Das ist dann praktisch, ne? So ein Server. So, Schlitz. Boah. Lass mich doch in Ruhe hier mit deinem Kacksperr. Kannst doch nicht mal zielen. Oh, 19 Eisenbahnen hat er dabei gehabt. Also immer schön looten. So, woher kam der Pfeil? Ah, von da. Hey, von wo? Ah, da, von da. Guck, guck. Ja, du kannst nicht richtig zielen, ne? So, dort. Eisenstein. So, leer. Oh, ist weniger als gedacht. So, die Truhe, Knochen, Fleischfetzen. Nee, einfach mit. Hier ist die ganze Zeit Knochen irgendwo rauszuschlagen. Ich hab Schwefel. Was hast du? 13 Schwefel. Schön, Schwefel.
Eine Leiche gefunden? Nee, hier ist noch eine Kiste. Oh, das ist eine Antilope. Antilope, ich kill dich. Oh, Leiche? Ja. Mit deinen Erfahrungspunkte. Oh, das ging ja schnell. Oh, okay, ich sehe dich. Gut, und wo lang jetzt? War ja ziemlich simpel. Ich dachte, es wird schwerer. Wollen wir mal in Richtung der Hauptstadt gehen? Würde ich, glaube ich, eher nicht so empfehlen. Also ich war im Simpel-Modimat drinne. Die Verderbnis, die frisst einen richtig auf. Also wir können gerne mal so ein bisschen rumgucken, aber wenn wir jetzt hier irgendwo Eisen oder so finden oder Sachen, die man nutzen... Oh, die sind tot. Ich wollte gerade sagen, sind die bei dir auch alle tot? Oh, Schlangengiftdrüse. Noch mehr drin. Ey! Hä? Und weg. Hä? Und das gerade für ein Bug? Ach, die Leiche war weg. Loh. Ja, und gerade looten. Mega viel Eisen. Ja, schön. Ah, okay, du hast jetzt... Einfach mal... Ja, kannst du noch was tragen? Ich kann tragen, ja. Also mir kannst du das Zeug gerne geben. Ich bin... halt sonst voll. Warte. Ich hab gerade mal 55%. Ich hab doch schon ganz gut was dabei. So. Zack. Oha, gibt doch gut. Ja, natürlich. Bin jetzt bei 91%. Achso, ja, dann haben wir im Endeffekt nur getauscht. Ja. Ich dachte, du kannst noch mehr ab. Ja, aber du kannst immer noch so viel Unwichtiges, hast immer noch verdorbenes Fleisch, das hat man immer dabei. Rohes Fleisch hat man immer dabei, also ein Zweck kann man immer noch. Ja, ein Antilopenkopf sind auch 5, hol ich einfach mal weg hier. 5 Kilo sind fast 5%, ne? Ja, und der Knochen hol ich auch nochmal schnell weg. Ist eigentlich nicht. Mit dem Bogen lässt sich schon gut solche Viecher legen. Ja, oder? Ja, richtig schön. Jetzt sind wir bei der Stadt. Ah, hier ist noch mehr Eisen. Sehe ich nicht. Warte. Okay, mit einem Eisenschwert geht's dann doch schon ein bisschen schneller. Oh ja, Eisenschwert ist angenehm. Man merkt die Upgrades schon. Diese Hinsicht. So. Ein paar Spinnen wäre ganz cool. Man jetzt. Wir sind quasi am Rand der Stadt. Ja, der Abt. Ja, das sieht aus, als ob hier ein Rieseneingang in die Stadt rein wäre. Ist das auch. Komm, lass uns. So. Oh, Erfahrungspunkte. Ja, ich nicht, oder? Ist das nicht von dem Vorspann hier die Stelle, wo hier dieser gigantische Riese steht? Ich glaube ja. Das kannst du ja auch beschwören. Ja, das ist krasser. Komm her, Junge! Lass mich dich schlitzen! Du brauchst die Erfahrungspunkte. So. Schlitz, 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 Schlitz! Lauf nicht durch mich durch! Scheiß Antilope. Sehr schön. Erfahrungspunkte sind doch was Schönes. Weißt du das so? War das gerade Antilope? Hast du denn gehört? Ah ne, das sind glaube ich dann die Skelette. Ja schon, aber ich hätte gegen das Skelett gekämpft. Sicher keins. Ja, wenn man da nicht da... Da. Die halten echt gut was aus, soweit ich das weiß. Ja, da kommt noch eins hinter dir. Hat nicht einmal Schaden gemacht. Okay, sie machen nicht besonders viel Schaden. Okay, sondern sehr viel Schaden machen die wirklich nicht gerade.
Haben die wenigstens was? Ne, die haben nichts. Langweilig. Ja, kannst du vielleicht abbauen? Versuch. Bei mir steckst du gerade voll daneben. Also aus dem kommt nichts raus. Und sowohl als auch nichts raus. Die spawnen noch nicht mal, kann ich nichts rausholen. Warte mal kurz. Oh, fast alle hier. Wieder ins Skelett. Ich mach dann später, glaube ich, auch erstmal eine Pause, damit ich erstmal ein bisschen was esse. Mittagspäuschen! So, das Skelette hier. Oh, mein Trinkschorf ist leer. Das ist nicht gut. Jetzt leer. Guck mal, ist das hier vielleicht Stahl? Die sind ja noch dunkler als die anderen. Ja, es hat eine ganz eigenartige Färbung. Stein, verdorbenes Fleisch. Stein, ich hab da verdorbenes Fleisch rausbekommen. Oder hast du gerade einfach bloß Fleisch bei dir verdorben? Das kann auch sein, ja. Ja, weiß man ja nicht. Aber ich habe sonst da nichts rausbekommen. Komisch. Aber er sah komisch aus, aber guck mal, die sehen alle so aus, oder? Oder merkst du, wie es Nacht wird? Also wie es dunkel wird? Das ist ja bloß, wir kommen jetzt langsam in die Stadt. Verderbnis nimmt zu. Ja, und was tut die jetzt, die Verderbnis? Was tut die einem an? Der Verderbnis verringert mit der Zeit deine Lebensenergie. Und da musst du, glaube ich, um die Verderbnis zu löschen, musst du einen Schrein haben. Ich gehe gerade Richtung jetzt? Hier rein, hoch den Berg. Okay. Ich wollte bloß gerade ein Skelett. Ja, komm her, Schnucki. Oh, zwei. Alter, hat mich einfach weggekickt, Junge. Hilf mir doch! Ja, hoch, lauf doch hoch, du lässt du weg! Ich hätte schon gesagt hoch. Wusste ich gar nicht, wo du bist. Gib nur einen hoch. Ich hab seinen Schild zerschmettert. Ja, ich glaube, die bringen auch echt gute Erfahrung. Ich glaube, bei denen können wir echt gut leveln. Weiß nicht, ja noch ich habe jetzt gerade wenig Leben. Ah, Schäde. Ja, komm einfach mir daher. Du musst ja nur ganz hinten ein Backup sein. Schon so ist ein Skorpion. Er kommt. Skorpion, er kommt. Ist der bei dir auch im Boden? Ja. Musste er das? Weiß nicht. Ich glaube, das musste er sogar. Okay, warte. Unsekret. Zwerghaft ist. Auch schon weg. Mal heilig hier. 66. Ja, ich höre doch. Ach nein, guck mal. Die Heilung wird nicht ganz voll, die Ausdauer nicht, auch nicht. Ich habe einen ganz, ganz kleinen roten Balken. Ja, und der wird dann mit der Zeit immer größer. Aber dann haben wir echt viel Zeit. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich verzichte jetzt schon. Ich bin doch so ein paar Lebenspunkte. Na, 4-5 Lebenspunkte. Und je länger wir hier drinnen bleiben, umso mehr wird's. Na klar. Und dann müssen wir erstmal so einen Schrein bauen, um das loszuwerden, sonst haben wir das dauerhaft. Auch für sterben. Geht auch nicht mit Sterben. Verderbnis bleibt Verderbnis. Das ist ja das Krasse. Ich hab's schon mal ausprobiert. Bin ja im Singleplayer-Modus hier rein. Bin mal gestorben. Und ja. Verderbnis war da. Jetzt haben wir auch noch die Skelette weg. Ein bisschen Skelett klatschen. Kurz Ausdauer sparen. Der Verderbnis? Geht doch. Okay. Boah, ja, das Schild zerschmettert hast. Ich kenne ihm sein Schwert. Ja. Ihm sein Schwert, was. Achtung, hinter dir. Alter, bin ich einfach weggekickt, der Junge. Okay, ich muss auf jeden Fall retten. So. Ah, jetzt habe ich schon 205.000. Also leveln tut man hier auf jeden Fall ganz gut. Man müsste halt mal gucken, wie viel. Oh, mein Schwert ist fast dauernd. Hast du Leder dabei? Ja. Schade, dass die aber nichts bringen. Außer Erfahrungspunkte.
Knutsch. Aber wenigstens habe ich Fleischfetzen, die ich essen kann. Alles, was ich habe, ne? Gib dir meinen letzten Besitz. Essen habe ich nahezu unendlich. Ich versuche die mal zu pullen. Was dahinter für eine Horde ist, Alter. Ach, der hat auch einen Bogen. Hör auf. Stirb doch, stirb doch, stirb! So, der ist schon mal tot. So, weg. Tot. Weg. Ah, fast Level up. Lauf mal her, zurück. Stirb doch, ihr Kleinen. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Hilfe! Gleich gesagt, lauf zurück. Ich war auch nicht besonders verletzt. Nein, ich pull sie ein bisschen für dich. Dann trifft mich der Fackelbogenschütze. Scheiße. Okay. Einfach ein Triple Hit von allen Seiten. Ich renne da mal. Die leben. Und das Schlimme ist, ich habe meinen Spawnpunkt noch nicht gesetzt. Ich hoffe mal, ich spawn nicht außerhalb der Wüste. Das wäre echt kacke. Oh, zum Glück nicht. Puh. Laufen die mir noch alle drei hinterher. Ich hab doch kein Leben. So, gute Bestückung hier. Zack. Ja, ich mache mir echt Sorgen, dass sie nicht gleich verringert. So. Ist da oben schon ein Bett? Mit dem Bettpunkt hier. Okay, eins von den dreien habe ich. Agieren. Fast vor Level up, Alter. Ja, meine Verderbnis habe ich immer noch. Blöd ist jetzt natürlich, jetzt habe ich nichts. Ja, das Blöde ist halt, dass ich dich nicht wirklich looten kann. Ja, weil du ja schon übervoll bist. Guck einfach aber mal. Aber deine ganzen Schwerter und sowas will ich mitnehmen. Guck einfach mal gerade, dass ich mal flitz hoch sprinten kann. Das halt Eisen, Stein, Holz und alles da. Ja, ich weiß schon. Guck mal, dass ich flink hoch sprinten kann. Als Nugget Eye. Und die Gegner sind uns da jetzt nicht gerade entgegengekommen, außer eine Hyäne vielleicht oder so. Da haltet ihr viel aus, ihr Drecksbister. Ja. Denkt man fast gar nicht. Ach scheiße, und ich hab keine Ausdauer. Haut und Knochen. Na komm, schnell hoch. Aber bei den Dorfbewohnern hier drüben lohnt es sich schon mal vorbeizuschauen. So gut wie tot. Ich sterbe. Ich bin tot? Ich hab doch mein Schild gehabt. Er hat mich getötet, trotz meines Schildes. Oh, kacke. Hä? Ich dachte, oh scheiße, wenig Leben. Gut, Schild hoch? Kein Ding, block das ja. Wahrscheinlich war das nicht schnell genug. Nein, ich war ja lange oben. Es war lange oben. So, dann hat er es wahrscheinlich durchbrochen und dir Schaden dadurch gemacht. Guck gerade auf, bin ich jetzt richtig? Ja, ich bin richtig. Guck mal, dass ich schnell so ein paar Sachen einsammeln kann. Wo stehst du im Schnee? Hauptsache, zieh dich erstmal schnell von mir. Du bist ja gerade eben erst gestorben. Ja, für die Erdnuss haben wir noch. Ja. Danke, Spiel. Bin halt weit gelaufen. Und dann zurück ins Haus gepackt worden, weil ich halt durch die Wand einfach gelaufen bin. Weil die halt noch nicht da war. Ja, also dann ist wohl das nächste, was ich brauche. Du bist nur gestorben. Mitten auf dem Weg da. Mal gucken, alte Skelette. Lass mich vor. Die Einwohner schon wieder da oder kann ich da durchlaufen? Wenn die Einwohner hier durchlaufen, ne? Gut. Wenn ich jetzt respawnt wäre und mich hier fertig machen muss. Na, gerade wenig weit weg waren wir auch nicht, ne? Boah, das war knapp gerade. Lass mich doch in Ruhe, ja, ich hab deine Leiche gefunden. Skelette sind vom Leben her echt übel.
Ja. Alter, jetzt sind schon wieder drei hinter mir her. Leckt mich. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass die Ausdauer jetzt viel schneller runtergeht. Ja. Ah, scheiße. Ich habe durchweg fast gar keine Ausdauer mehr. Gerade echt schlecht. Wenn ich es zu meinen Sachen schaffe. Sofern ich die finde, da bist du. Hey. Hi, hinter mir sind gerade drei Skelette, ist ungünstig. Ja, ich versuche die zu umlaufen. Meine Leiche lag da ja irgendwo, ne? Ja, auf dem Weg. Ja, aber wenn ich die kriege, dann kann ich die vielleicht ein bisschen weghalten, obwohl drei Stück gleichzeitig natürlich schon hart ist. Jetzt ist bloß noch zwei, einer lässt ab. Bloß noch einer. Aber ja, natürlich. Hygiene. Die kann ich gerade am wenigsten gebrauchen. Oh Jungs, ich muss mal jetzt meine Chinchilla sauber machen, dann geh ich wieder weiter. Naja, Alter, jetzt kommt doch noch eine Hyäne hinter mir. Wo ist jetzt meine Leiche da? Leck mich. Vor allen Dingen, weil so eine Hyäne scheiß schnell ist. Bist du equipped? Die dich immer trifft. Ja, ich equipp mich gerade. Ich hab keine Ausdauer. Ich höre die ganze Zeit das Deck, die greifen mich an, aber machen sie irgendwie nicht. Hey Leute, die Skelette haben sich irgendwie gerade eingegraben. Gut. Dann nutze ich mal das mal ganz kurz. Aber Schwefel, genau. Cool, wofür auch immer man Schwefel braucht, aber ich habe Schwefel. Bestimmt ja, für Explosionswaffen. Gibt's ja equipped. Auch. Warum bist du schon wieder equipped? Hm? Die Skelette haben sich gerade eingegraben. Du warst an deiner Leiche schon? Ja. Okay, dann können wir ja zurück, wa? Ja. Beziehungsweise siehst du ein paar Skelette? Noch ein paar Niedermetzen? Mal schauen, also ich würd gerne noch schnell mein Level abkriegen. Ja, eben, so ungefähr. Ja, hier oben ist eine Hyäne. Hyäne und Lope. Die Kombination. Wir haben beide reingesetzt. Fehlen noch. Ah, noch nicht mal 1000 Punkte. Ja, easy go. Komm schon! Gelände, wo seid ihr? Rückweg kommen, wir laufen zurück und auf dem Rückweg regnet uns genügend, gerade wenn wir bei uns unten drin sind. Ja, stimmt. Ich hätte dann echt mal Bock, den Schrein zu bauen. Ja, mach ich sofort. Wir sowieso nicht, warum wir den nicht haben. Aber bei dem anderen Ding konntest du ja gar keinen Schrein bauen, bei dem, was wir vorher hatten. Wie kriegst du dann da die Verderbtheit weg? Also ich glaube wirklich, dass der, also zumindest wäre das das einzig Logische und das, was ich mir auch durchgelesen habe. Ach Alter, komm schon. Komm her. Stopp. Ja, Stufenaufstieg. Sehr gut. Warte ganz kurz. Oh, was kann ich lernen? Was kann ich lernen? Betten brauche ich jetzt nicht. Blut von Jog, Seed. Heilteile. Du hast nicht leibeigenen Fänger gelernt, oder? Nope. Ah, ich bräuchte Knüppel. Scheiß auf die Blöcke. Ich mache jetzt erstmal Gerber, damit ich dann später Handwerksgeselle lernen kann. Du findest ja easy alleine zurück, ne? Hm? Du findest ja easy alleine zurück, ne? Ja. Aber kein Problem. Ja, haben wir Hunger, Alter. Relativ schnell wieder trinken. Jena, was willst du, hä? Lass dich mit mir anlegen. Also ja, man merkt den Unterschied. Vor allem halten sie doch so lange, dass man da ganz gut mit umgehen kann, dass man dich ja dort operieren muss. Ja. Also wir haben uns ein bisschen durch das Dorf geschnetzelt, wir haben die Skelette oben weggebasht. Dann muss ich erst mal rabieren. Ja, genau. Weil du musst halt immer dann denken, dass sie halt wesentlich schwerer von vornherein schon sind und dann zusätzlich auch noch die Materialien, die du zum Reparieren brauchst, die schwerer sind. Ja. Ich denke nur, wenn ich jetzt so zwei, drei Level kriege, wird es richtig gut mit der Rüstung.
Denn meine Rüstung, wie gesagt, ich habe 36 und du hast 25, glaube ich. Das ist doch schon ein großer Unterschied wegen einem einzigen Teil. Jo. Kann ich mehr tragen. Repair. Och, jene. Zwei gleich. So, hier, kommt. Das ist mein Eisenschwert. Komm, nimm, nimm, hol ich gut, ist eigentlich weg. Wir laufen in die falsche Richtung. Ui? Nee, wir laufen nicht. Nee, doch, wir laufen. Ja, passiert. Wir weiter schräg runtergelaufen. Ich bin schon gewundert, so weit war das doch eigentlich gar nicht. Praktisch ist es dann oben, dort auch noch mehr Eisen gibt, das ist ganz gut zu wissen. Ja, aber ganz so viel Eisen besorgen wir ja nicht. Blub, 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 passt das aus. Ach, das Schöne wird dann erstmal sein, wenn wir die ganzen Sklaven haben. Hinter dir läuft ein Alligator. Echt? Ja, ist ja genau so. Auch leider. Ich komme! Ja, den schaffe ich allein, das ist kein Ding. Ein, zwei Bogen-Hits, nimmst du mal schon drei, vier Schwert-Hits weg. Ich hab gerade mal einen Hit oder so gelandet. War schon tot. Ja, ich hab mich halt ein einziges Mal getroffen. Bogen ist super Premium. So. Gar lebt immer noch. Ja. Bin gut. Ich ehrlich gesagt. Weil wie schnell ich immer hungrig und so werde, müsste jeden Moment auch rumfallen, nehme ich an. So. Alter, wir haben schon wieder 200 Eisen hier drinne. Jo, und zwei Stunden lang brennt die Kohle. So, na dann wollen wir mal. Machen hier mal rein. Rein, Alter. Ja. Hallo? Hey? Ja, ich weiß. Erstmal hier rein. Los! So. Ah, 20 plus, okay. Pflanzen, Pflanzensachen, Samen. Hier, also nochmal Samen. Steine. Hier sind die drei Kisten hier. Pflanzengedöns. Da hauen wir hier die ganzen Knochen rein. So, wieder da. Baby. Ich hab schon wieder Hunger, Alter. Ich will unbedingt mir eine Pizza zu bestellen. ich hab auch gerade richtig Bock auf Pizza. Alles hier nehmen. Mach die Gerberei mal wieder an. Ich hab mich richtig schön viel Rinde mitgebracht. Das läuft die 18 Minuten. Wunderbar. Ja. So und, muss das sein. Ich werde dann später nochmal in die alte Basis zurückrennen und hier mal die ganzen Samen noch mitholen. Ja, und da brauchen wir noch jede Menge Pflanzenfaser. Pack das Eisen mal hier rein. So, dann hier die Knochen. Dieses Fleisch vergammelt, ne? Vorhin war die komplette Kiste mit Fleisch voll. Jetzt ist nicht mal mehr die Hälfte. Ja, Top 25 der Stream Academy. Oh, nice! Der was? Hm? Jetzt gibt es eine Seite für Streamer. Die heißt Streamer Academy. Und da kannst du dich quasi von deinen Zuschauern und von anderen Menschen bewerten lassen, Anführungsstrichen gibt es auch. Ich habe Menschenfleisch gegessen. Wie passiert mir das denn immer wieder? Na, es kommt halt so Top-Rated, es gibt ja Most-Rated und Top-Rated. Bei Most-Rated bin ich auf Platz 3, glaube ich, oder Platz 4. Hm. Gar nicht so spannend, dann kommen wir gar nicht so viel vor. So. Ja, also Menschenfleisch. Menschenfleisch. Ich kann es mir geben, esse ich auch noch.
Jede Menge Fleisch hier drüben. Dein muss nicht. Dein muss nicht in der Steintruhe ist. Zack, zack. Muss halt mal so ein bisschen Ordnung reingebracht werden, weil wir klicken ja meistens, klicken wir ja alle Truhen hier durch. Das ist immer beim richtigen Sinn. Versteckte Leder braucht richtig, richtig lange, ehe es hergestellt wird. Ja. Weil da brauchst du keine nur 10 oder so Rinde für einen so ein scheiß Ding. Wo packe ich denn jetzt Schwefel hin? Gute Frage. Packe ich einfach hier in die Kiste. Nächste Frage. Pack's einfach erstmal irgendwo rein. Ich bin sowieso gerade so ein bisschen am Sortieren. So Knochen. Ja, dann müsste es jetzt eigentlich heißen, weiter leveln. Die Sache ist, die müsste nur durch Level und Level und Level und alles, was ich dafür kriege, ist dann ein Stück Rüstung mehr. Bullshit. Ja, ja. Da ich hier so eine dicke Haut und Rinde habe ich hier drüben noch. Rinde und beim nächsten Level kriege ich meine Armbrust. Mann. Da klingt aber jemand müde. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. 3 Stunden Schlaf war nicht so gut. Aber ich bin auch heute Morgen, ich bin auch total aus dem Bett gefallen, was ich wirklich wollte. Aus dem einfachen Grund, dass mein Handy im Arsch war. Ich wach auf und er zeigt Laden an und ich, hä? Hab ich die ganze Nacht geladen, warum lädt denn das immer noch? Pass das an, mega heiß das Ding. Ich zieh's raus. Er zeigt immer noch Laden an, ich, hä? Was backen da jetzt schon wieder rum, will's anmachen? Ja, keine Reaktion. Er hat einfach die ganze Zeit LED auf Laden gezeigt und alles andere einfach schwarz. Und ich hab's auch nicht tot bekommen. Und das Problem ist, weil es S7 ist, gibt es kein Reset mehr oder Akku rausnehmen. Ich finde es sowieso scheiße, dass es kein Akku rausnehmen mehr. Ja, dann habe ich ganz kurz gegoogelt und es gibt ein Sicherheitsding, warum auch immer das funktioniert, kannst du Aus-Taste und leiser drücken. Das ist dann wirklich nicht wie einfach, es gibt ja sogar das Not aus. Normal beim Handy kannst du einfach dauerhaft ausdrücken. Irgendwann geht der dann mit einem Ruck sozusagen aus. Wenn du aber noch leiser dazu drückst, ist es für 7 Sekunden, ist es wirklich so ein noch besseres Not aus, wie auch immer. Und damit hat er sich dann auch restartet. Hat wunderbar funktioniert. Also restartet, angemacht, läuft. Ja. Das einzige war, es hatte nur 31% Akku. Also es hat anscheinend die ganze Zeit, ich denke mal, das Akku wird jetzt mega für den Eimer sein. Weil es hat die ganze Zeit, im Endeffekt die komplette Nacht über reingepumpt, war ja auch mega warm, aber hat trotzdem keinen Akku bekommen. Danach habe ich es erstmal geladen. Weil, ja, weiß nicht. Was soll ich machen? So, haben wir noch irgendwo Sphären? Ich gucke auch gerade, ob wir noch irgendwo Sphären haben, ich glaube eher nicht. Ich mache Sphären her. So, ich gerade ein bisschen Zwirn machen. Wir haben keinen Stein, oder? Stein ist in der Steintruhe. Ich bin gerade hier drüben noch ein bisschen am... Oh, wir haben sogar wirklich Stein. Ja. Ich kann das jetzt nicht mitnehmen. Ja, schon, natürlich kann ich das mitnehmen. Wow, Zwirn herstellen gibt 5 EXP. Ja. Bewegungsmalus 30. Was heißt das eigentlich? Ah, das ist ich habe 400. Groß. Ach, weißt du, was es ist? Wenn du überladen bist. So, machen wir noch schnell eine Truhe und stelle die in mein Zimmer. Ich crafte gerade mal so ein Schrein, ne? Ah, okay, mach das. Ja. Dauert gar nicht mal so lange. Wo stelle ich den hin? Legen dann einfach erstmal in die Truhe. Ich guck da mal, wo ich den hinstelle mit so. Nee, nix du. Ich stelle das Ding hin. Wo stelle ich das Ding hin? Alter, okay, so klein ist er nicht. Ich stell's auf ein Haus. Ja, was, aufs cool, Haus? Ich könnte das Ding mitten ins Wasser stellen. Also wirklich richtig rein ins Wasser. Ich würde es ja persönlich gesehen, würde ich es hier... Ah ne, hier will ich hier erweitern. Gute Frage. Stell es mal hier so rein. Warte mal, wo läufst du jetzt hin? Ne, nicht da draußen. Ja, ich überlege gerade, ob man sich hier hinstellt. Ja, komm mal her. Und hier wäre halt auch ganz cool, oder nicht? Ja, aber doch nicht vors Haus. Wieso? Schrein. Ja. Kein Müllcontainer. Ich weiß gar nicht, wie groß ist denn das? Ja, ziemlich groß.
Geh mal kurz her, damit ich wenigstens mal sehe, wie groß es ist. Ach, dann mach doch selber, Alter. Was denn? Nicht dahin, nicht dahin. Nein, das ist doch kacke. Das ist doch kein Müllcontainer. Nee, ist relativ groß. Das geht aber noch. Das ist ein bisschen größer. Deinen fand ich halt auch nicht so geil, was du gezeigt hattest. Warum ist jetzt eigentlich da eine Kiste weniger? Hier waren noch drei Kisten, oder nicht? Ja, ich habe eine Kiste weggemacht, weil ich dann hier noch was hinsetzen wollte. Und dafür hast du dann das Holz in die Steinkiste gelegt, ja? Ja, weil ich überladen war. Ja. Aber uns immer anmerken, weil wir nicht sortieren. Psst! Ich bin hier der Sortiermeister. Merkt ja schon. Ich bin hier der Rüstungsmeister. Ja, das ist er. Du musst halt kooperieren. Ja, wenn du noch eine Eisenrüstung haben willst, also ich habe eine. Du kriegst keine. Jetzt stimmt, jetzt ist der ganze Stein weg. Nö. Hast du das Ding immer noch nicht hingebaut? Ich dachte, du wusstest, wo du es hinbauen willst. Ja, aber das geht wegen der Erhebung nicht so wirklich. Okay, dann weiß ich jetzt, wo ich hinbaue. Oben aufs Haus wäre irgendwie auch cool. So voll aufs Haus rein. Ne, ich baue das hier so her. Dann kannst du aber nicht mehr weiter nachher, ne? Ja, weiter einfach drumherum. Das ist ja das Gute. Ich mach dann quasi hier, dass wir dann sowas mal kurz ein bisschen rausscrollen von mir aus. Wäre halt gut, wenn ich so eine, Vogelperspektive hätte. Das hab ich eigentlich immer gedacht. Nein. Achso, ja, weil ich im Weg bin. Na. Hier so die Wand rein. Mach ich die hier die Wand? Alter, die Wand hier oben ist schief. Rezept Mythgraskreuz. Eine für die rituelle Reinigung der Toten benutztes Kreuz. Ambrosia. A dish purported to bless by the gods. So gut ist mein Englisch nicht. Opfergabe für Mythos, wir brauchen spielende Essenz. Warteschlange und Leibeigene. Hä? Ich denke mal, du kannst dann, also Leibeigene sind dann die Sklaven. Ich glaube, die Sklaven kannst du dann zu allen so mit dran setzen, so mit Mach! Du Spacko. Ich glaube, ich weiß, wie wir die Essenz kriegen. Und wie? Ich hab da eine Idee. Warum konnte ich das nicht erstellen? Oh, ich brauche was zu essen. Hab ich noch was? Ich hab noch was. Sehr gut. Eine Idee. Jus. Keine Phase mehr hier. Ohne jede Phase meines Körpers. Hab ich jetzt den Zwirn? Wo ist der Zwirn? Zwirn! Nach oben. Ganz kurz das hier reinballern. Fessel. Ja, das reicht. So, hey. Ein bisschen laggy. Ein Manifest weg. Of Sial. Okay. Klingt logisch. User joined your chat. Ah. Wo denn? Ah, schön, ach, liebe Freunde. Hallo. Das Manifest kannst du nicht mitnehmen. Welches Manifest? Okay. Jetzt haben wir zwei davon. Mitnehmen kann ich trotzdem nicht. Sind viele Leute drauf? Also, ich sehe bisher bloß drei.
Klar, er ist AFK. Geh mal her und drück E. Warte, ich geh mal dahin und drück E. Manifestation. Okay. Kannst du das mitnehmen? Nope. Drop dir hier mal was. Boah. Geht nicht. Nimm das mal, was hältst du davon? Mitra-Kreuz. Okay. Glaube! Glaube! Wie er es rausholt, ne? Von wegen. Umherschleudern. Jetzt die Frage, muss man damit jetzt einen angreifen? Info. Oder? Die Reinigung der Verschwörung ist ein wichtiger Teil der toten Riten von Mitra. Wenn ein Mensch stirbt, wird die Hülle, die einst sein Körper war, in einen aus der Legende des Phönix hervorgegangenen Ritus der Flamme übergeben. Ah! Damit habe ich jetzt nicht überlegt, kriegen wir das Zeug, indem wir jetzt jemanden umbringen. Und oder dann Verbrennung damit... muss der Leichnam allerdings mit einem Mitra-Kreuz gereinigt werden. Hier ist ein Baum in unserem Haus. Nee, warte ab. Hier ist ja... Hatten wir jetzt schon Fesseln? Ja, Fesseln hatten wir jetzt schon. Kann man tote Leichen. Tote Leichen. Kann man tote Leichen auch mitnehmen? Tote Leichen? Nein, kann man lebende Leichen? Ja, lebende Leichen? Es gibt nun mal tote Untote, ne? Also lebende Tote. Ich sehe auch, warum soll es dann keine toten Toten geben? Ja, stimmt, aber die sind dann. Richtig tot. Tot. Das ist halt tot. Das ist eigentlich schon dieser. Wie heißt denn das? Das ist Wheel of Pain? Genau. Nein, das haben die immer noch nicht, Mann. Ja, ich will ja hier erstmal. Glaube! Macke! Glaube! Glaube! Ich glaub nicht mal. Ich meine, guck mal, wie geil sie es auch wieder rausholt, ne? Trickshot, Alter! Trickshot. Guck mal hier, ich kann nicht richtig Trickshots hier. Oh fuck, ich hab wieder zu viel Beine. Das Nashorn ist so schwer. Alter, so viel Fleisch. Okay, guck's dir an. Warte. Ich kann ihn. Ich hab Double Trick. Zeug gerade bei mir. Muss man ja kurz hier ein bisschen was um. Bin Jongleur. Hast du keine Kiste mehr? Nein. Ja, hier will ich dann. Ich kann mich immer noch nicht bewegen, Alter, what the fuck. Ich hab einfach wirklich zu viel Zeug gerade bei mir. So. Alter, sieben. Ich hab faules Fleisch mit mir gegeben. Wundert mich, warum ich nichts tragen kann. Alter Falter. Ich renn mal los. Und guck, ob ich da oben jemanden verprügeln kann. Entweder mit dem Kreuz direkt oder vielleicht die Leiche mit dem Kreuz noch. Ich glaub, du musst die Leiche tragen. Spenden, sagst du, ja? Verprügel die Leiche. Könnte ich vielleicht mir mit dem jetzt wieder ein Bow battle? Och, andersrum. Na. Oh, ist andersrum. Ist doch dieses Wall of Pain. Ja, ich hab's noch nicht hingesetzt. Ich hab's jetzt erstmal kurz aus dem Inventar entfernt, weil ich eben nichts gerade tragen könnte. Jetzt reiche ich mein Fleisch mit mir rum. Das wollte ich eigentlich in eine andere Truhe tun. Fleisch tue ich einfach mal. So, ich habe einen Toten vergewaltigt. Ein bisschen die Truhe. Also ich würde sagen, hier drüben an der Ecke machen wir die Kochecke. Ich habe eine schwielende Essenz, ich habe es doch gesagt. Okay. Ja, also geprügelt und dann... Das sind ein bisschen viele. Kann ich damit auch Lebende verprügeln? Warte mal. Versuch's. Bin dabei. Viel Spaß. Ja, geht auch, aber scheint nicht so viel, also hat erstmal nichts gebracht. Ich prügel dann lieber gleich wieder Tote. Sehr gut. Wehren sich nicht so. Das machst du richtig. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Tote wehren sich nicht? Naja, nicht die Toten. Die untoten Toten, die wehren sich. Naja, die haben uns gerade umgebracht, Alter. Ja. Ja. Ja, und wir haben war kein gelevelt. Spaß. Du gelevelt nicht mal ein Level bekommen. Also ich schon. Also Punkte, also... Nee, aber die Untoten haben uns hart fertig gemacht, Mark, Alter. Wo warte mit denen ist nicht zu schwer. Wir waren in der Stadt näher. Ja, und du darfst nicht in die Stadt reingehen. Wir wissen noch nicht, was wir machen müssen. Weil ich bin jetzt verdorben. Und das zieht mir jetzt dauerhaft
her Leben und Ausdauer ab. Das heißt, die kann ich nicht mehr maximal auffüllen. Meine Ausdauer hatte 105, jetzt habe ich noch 101 Ausdauer. Und es geht halt nie wieder auf Maximum, selbst wir sterben nicht. Frage ist, wie kriegen wir das wieder auf Maximum? Solange wir das nicht wissen, kannst du dich der Stadt nicht nähern. Weil wenn dann da halt 2 Minuten drin bist und dann mit mal deine Ausdauer nur noch bei 20 oder so ist, dann brauchst du halt nicht weiterspielen, ne? Ja, ich glaube dafür ist dann das Ambrosia. Der würde jedenfalls mehr logisch erscheinen. Ich habe da so minimal viele Menschen hinter mir. Minimal, das ist gut. Die aber dummerweise noch leben. Hm. Wo bist du denn? Einfach nur da zur Hand. So. Dann ist ja Holz. Mir geht die Ausdauer aus. Okay, 2 habe ich tot. Alter, einfach 78 Kilo verdorbenes Fleisch. So, packe ich das rein. Läuft auch noch einer. Ja, ich weiß. Weg. Läuft er weg? Keine Ahnung. Ordnung einbringen. Ich muss noch gerade die Pfiffeleichen ein bisschen vergewaltigen. So. Was ist der denn da? Komm her hier. Knochenschalen. Die oben rein. Keine Pfeile. Also wir haben ein bisschen Wundsekret haben wir gesammelt. Schwefel haben wir gefunden. Ja. Also der Besuch dort oben hat sich echt gelohnt. Und Manu, bis später. Genieß dein Feierabend dann noch. So, wie sieht's bei dem Fleisch aus? Wir haben eine Menge Fleisch. Aber nichts, was brutzelt. Warum brutzelt da nix? Ich bin gespannt. Ich glaube, das verdorbene Fleisch wird dann später noch. Okay, wenn der stirbt, loot ihn mal. Die hier oben haben richtig geilen Stuff dabei. Ja. Also einige von ihnen. Nicht alle, aber einige. Bist du doch da? Hier ist schon ein Archer Level 2. Ja, also es gibt glaube ich 3 verschiedene bereit. Stufen. Mann, kannst du abhauen? Das ist wieder so typisch, Alter. Du bringst dir wen um, drückst E, wird bereits verwendet. Hä? Ich hab den umgebracht. Wo hast du den denn umgebracht? Wir haben den finalen Schlag gemacht. Immer diese finalen Schläge. Den Trinkstoff muss ich mal wieder auffüllen. Was machst du mit deinem Scheißbogen? Wasser! So. Hallo? Trink. Oh, ich hab schon wieder Schwefel. Bringt ihr überhaupt immer noch die ganze Zeit Menschenfleisch? Weg damit. Ja, ich bring ganz viel Menschenfleisch mit. Ich die ganze Zeit vergewaltige mit dem Knüppel hier. Ja, muss ich ja. Was verprügelst du die mit dem Knüppel, womit die dann versklaven können, oder? Nein, mit dem komischen Knüppel. Die verprügel ich die Leichen, wie gesagt. Ach so, mit diesem Knüppel? Ja, mit dem, den ich dir auch gegeben hab. Ja. Schön geknüppelt. So Leichenvergewaltigung. Wir brauchen unbedingt noch mehr Pflanzenfaser. Unbedingt. Der Leichenvergewaltigungsknüppel. So, Feuerschalenkessel. Stufe 15, Alter. Habe ich noch ein bisschen was vor mir. Noch zwei Level, kosten 4, kosten 3, also 3 Level, Alter. Oh. Ach komm, die XP-Dings-Sammelteile können wir die ein bisschen hochdrehen. Dings auf 2. Aufs Doppelte? Ja. Brauchen trotzdem 4. Ja, du mal leveln würdest, ey. Naja, nett war doppelt so schnell war. Kann ich das Ding jetzt auch damit vergewaltigen? Was? Nein. Okay, wenn du ein Reh mit dem Vergewaltigungsknüppel vergewaltigst, dann gibt es nur Normalknochen und so. Gut zu wissen. So. Ja. Zack. Ich dachte, das bist du. Oh Gott, ich hab kaum noch. So. Zack. Nehmen wir jetzt einfach mal so mit. Ich brauch Stein.
Liebsten würde ich eigentlich noch. Okay, ich habe mindestens 12 Menschen vergewaltigt. Gute Ausbeute für heute Nacht, ab zurück. Sehr gut. Was? 5 Kohle. Darf kann ich auch lebende Tiere damit vergewaltigen? Ja, wir laufen dann weg. Tierquäler. Mag die Vergewaltigung, Knüppel. Auch wenn es wieder. Wenn es jetzt wieder nur nicht ist, was du auch wieder dabei hast. So. Was soll ich jetzt herstellen? Soll ich Ambrosia herstellen oder soll ich Opfergabe an Ambrosia herzustellen? Und wir versuchen dann mal hier. Gut, dann stelle ich jetzt einmal Ambrosia her. Ja, oh, ich stelle auch gleich noch Opfergabe an Mythra her hier. Mach das. So, fuck. So, ich habe jetzt Ambrosia. Guck mal, ob du es nehmen kannst, ob dann die Verdammnis weg. Ja, ich kann das usen. Sehr interessant, wenn damit, weil dann können wir ja doch in die Stadt. Sehr schön. Ich weiß nur nicht, was das Manifest auf Siegel ist, was man da nicht wegnehmen kann. Was man nicht mitnehmen kann. Und das ist jedes Mal, wenn ich da was crafte, kommt davon eins mehr. Ob ich denke mal, das, sind dann, das wegen... sind dann so ein paar Sachen, womit du dann vielleicht diesen Avatar des Gottes raufbeschwören kannst. Kann auch einfach sein, dass es Glaube ist, so ungefähr. Jedes Mal, wenn du daran was craftest, hast du mehr Glauben oder irgendwie sowas, weißt du? Kann auch sein. Vielleicht umso schneller regenerieren wir, je mehr dort wir dann diese Punkte sammeln. Ja, dann könntest du richtig voll stacken und dann wärst du unsterblich. Das wäre auch komisch. Ja, es kommt darauf an, wie viel so ein Ding halt gibt, weißt du? Ja, trotzdem, selbst wenn 100 nur 1% geben, geben wir eine Woche, da haben wir ein paar Tausende drin, dann regenerierst du dich sowas von schnell. Na, wer weiß. Keine Ahnung. Hä? Also, ich habe die Opfergabe hergestellt. Nach Namen? Bist du in die... Alter, zwei Schläge. Ich habe die Opfergabe hergestellt und es ist einfach gar nichts passiert. Also sie ist da, sie hat auch was verbraucht, aber sie hat nichts gemacht. Wahrscheinlich war es dann einfach bloß so eine Opfergabe. Ja, dann mache ich einfach jetzt mal Opfergaben aus dem Rest. Ja, weil so nicht. So, und jetzt use ich erstmal hier Ambrosia Use. Regeneriert sich, steht jetzt oben links bei mir. Das klingt doch schon mal gar nicht schlecht. Ja, und so ein schöner Smiley war daneben. Oh. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur meine HP sind. Ich glaube nämlich, das sind nur meine HP. Ist das hier dein... Ist der lila Balken immer noch da? Ja, ja. Und regeneriert sich, ist es schon weg. Oh, scheiße. Vielleicht braucht man auch ganz viel davon. Zu viel Stein. Ich habe noch ein Ambrosia, aber ich habe ja nicht mal ein... Nicht mal ein einzigen Stamina habe ich dazu bekommen. Was mal irgendwas, was mich damagen kann. Damit ich sehe, ob das Leben regeneriert. Mal hier ein bisschen. Achso, Kohle habe ich ja noch. Kohle, 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 Kohle. Stelle ich mal 5 davon her. Dann fackel ich das hier mal so ein bisschen ab. Holz brauchen wir noch. Äste drinnen. Ah. So, bisschen. Craften. Oh, da ist ein Krokodil endlich. Krokodil. Das Krokodil hat mich jetzt ordentlich gedamaged. Ja, 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 ja. Oh, 203 Leben, 213 Leben, 220 Leben, 230 Leben, 240 Leben. Voll. Ambrosia ist eine Heilungsquelle. Ändert aber nichts an unserem Lilanen, was sich nie wieder auffüllt. Aber das heißt schon mal, eine Heilungsquelle ist gut. Das heißt, ich vergewaltige weiter Menschen. Besser gesagt, ich vergewaltige weiter ihre Leichen. Ja, also. Von mir aus. Ja, aber. Ich habe keinen Plan, was jetzt der Rest bringt.
Also was dieses andere da macht. Diese Abfallgabe, die hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. Na, wer weiß, wird sich noch alles... Wir lernen ja dazu, so ist ja nicht. Ja. Das ist mein Inventar lernen hier. Was ich wohl dabei ja wollte. Ist die Holzkiste nicht mal die Fleischkiste? Jetzt ist Gelder das auch mit dem mein Chaos-Team. Hast du das Geld jetzt? Der ist voller jetzt. Ne. Ja, wir haben was geopfert, ja. Ja, weil wir keinen Plan, was die Opferung gebracht hat. Schlangengiftdrüse, okay. Wo ist denn jetzt das andere Schwefel wieder hin? Du sortierst zu schnell um, ich komme nicht hinterher. Tut mir leid. Hat da schon wieder jemand eine Dose aufgemacht? Mhm. Ja, diese Dosenöffner hier. Eine kleine Bitch, wie soll. Wie stehen denn meine? Na, warte, reicht das Headset? Ja, gerade so, glaube ich. Die ist leer. Und ausreichend auf dem Boden aus. Was? Hab's. Wir haben nichts gehört. Nix! Ich bin etwas eingestaubt, Alter. Was ist wenig Ressourcen? Was? So, ey, warte! Die sind doch die ganze Standorte. Geht los hier! Ah, oh, sehr schön. Prösterchen. 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 Hm. Ja, geil. Ich hab nämlich jetzt interessanterweise gar nicht mal einen Rockstar-Macke, sondern. Monster, ich auch. Booster. Apple Taste. Extreme Sour. Ich finde die Dinger irgendwie geil. Geil. So. Mein Holz. Ich mag auch von Monster und so diese Extreme Sour-Dinge, Alter. Schmeckt immer wie diese geilen Bonbon, Gummibärchen, die sind immer geil. Finde ich überhaupt nicht. Hast du diese sauren Teile? Was geht ab? Moin. Mann, wo hast du denn jetzt die ganze Kacke hingestellt hier? Weiß nicht, was meinst du denn für Schwefel Kacke? Zum Beispiel. Schwefel, guck mal, habe ich den Schwefel noch bei mir? Nee. Plei von Macke. Habt ihr Lust auf die Wildlands Better? Müssen wir uns das auch kaufen? Guck mal, habe ich. Ist doch nicht. Ich wollte nur fragen, muss man das bezahlen? Better nicht, nein. Ja, gehen wir nochmal. Gut. So. Keine Sorge, hätte man es bezahlen müssen, hätten wir auch gemacht. einmal 25 Euro bitte. Easy. Also, ja, aber du meintest ja gerade, das wäre doch kostenlos. Also ja, für mich ist jetzt hier unten in der Holzkiste. Ja. In der Holzkiste, ja, ich hab's gefunden, ja. Danke. Leute, ich hab doch meine Rezepte doch resettet, ne? Mhm. Ich hab jetzt den Opferstein hab ich jetzt nicht. Das Akblut von Mitra habe ich jetzt nicht. Warte mal. Ich habe dafür aber auch keine Punkte bekommen. Hier steht gar nichts zum Ambrosia. Gucken Info. Wer ist da jetzt drin? Geh da raus! Gib mir mein Ambrosia! Warte mal. Ist er full of God, seeing proper as well? Bei mir schwebt er da in der Luft die ganze Zeit. Ich bin ja auch, bei mir auch. Schwebling. So, rein. Prost Mahlzeit. Ich will nur mein Ambrosia haben. Hast du das rausgenommen? Nein. Meinst du von mir? Hallo? Macke? Ja? Sind wir eigentlich bei Ubisoft befreundet? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? Dann müssen wir das gleich noch machen. Warte, das ändern wir sofort. Oh, ich hab vorher fahren lassen, hat man nicht gehört, oder? Glücklicherweise nicht, nein. Ja, keine Sorge, nächstes Mal setze ich mich aufs Mikro. Du lachst, er macht das wirklich. Ja, ich weiß. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Mama, ja. Danke. Ja. Oh, Schmerzen. Du bist doch meine kleine Bitch, ne, und stehst auf Schmerzen. Pass mal auf, ich muss dir was geben. Heißt du nur Geldi? Nein, TCG, unten liegen ein Strichgelder was. TCG.
Unterstrich, gerne was, ja. Backe sagt bereit, wenn du ready bist. Da bist du. Was doch ready? Bin ich ready, ready. Habt ihr eine geschickt? Oh. Oben hin schon. So, damit hier oben erstmal ein bisschen beleuchtet ist. Na, ja, komm mal raus. Und da, wo noch die Wand fehlt, also wo der Schrein ist. Wird was. Es wird was, es wird was. Hä? Ich bin jetzt draußen, wo die Wand ist. Komm hier, ich stehe da am Baum. So. Und zwar kriegst du jetzt das gute Ambrosia von mir. Ah, das gute. Ja, Elektromacke. Ja. So, und das Ding packst du jetzt in dein Inventar irgendwo rein. Also ich. Und jetzt kommst du mal mit. Nicht mehr so viel Stein hier. Das Krokodil, greif mal an. Du machst das, du machst fertig. Zur Info, das sind 25 GB. So. Kannst aber jetzt da schon laden. Hat er dich getroffen? Und jetzt ins Inventar wieder einmal rein und Ambrosia schlucken. Er hat mich nicht ein einziges Mal getroffen. Dein Ernst? Herr Bewerte, ja. Ich habe ihn auch getroffen. Okay, weiter, wir müssen zum nächsten. Dann lass ich mal ein bisschen anknabbern. Das ist so lecker. Om nom nom nom. Ja, da ist ein, hier, wie heißen die Viecher? Strauß. Ich habe keine Pfeile mehr, oder was? Doch, habe ich. Mein Spiel leckt. Ja, dann lass dich mal ein bisschen angrabbeln von den Viechern. Ja. Solange es nur